Hi zusammen, wir testen heute den Tineco Pure One S11 Tango X und das ist der neue Tineco Akkustaubsauger der Smart Serie. Tango X bezeichnet hier die Produktvariante mit maximaler Ausstattung, also zwei Akkus, Softwalls und Flexaufsatz. Und S11 heißt dieses Modell, weil es anders als der A11 über smarte Funktionen verfügt. Über den Sinn smarter Features sprechen wir im Video und vergleichen das Modell mit anderen Tineco Saugern und der Top-Konkurrenz wie Dyson V11 oder Robur K6. Im Lieferumfang dabei ist der Handsauger, eine elektrische Milbendüse, motorisierte Universalbürste, Softwalze, zwei Akkus mit Netzteil, ein Filterreinigungstool, Staubbürste, eine kurze und eine lange Fugendüse, Saugrohr, Wandhalterung und eine Bedienungsanleitung. Bei den Produktdaten sieht es so aus, dass der Tineco Pure One S11 349 € kostet und in dieser Tango X Variante 429 €. Die Leistungsangabe beträgt 450 Watt und in Airwatts sind das hier 130. Mit seinen 2x2000 mAh Akkus kommen wir auf eine kombinierte Betriebslaufzeit von bis zu 60 Minuten. Es gibt dann kleine Leistungsunterschiede in der Hardware zwischen dem A11, dem S11 und dem S12. Der Preisunterschied wird aber ansonsten maßgeblich vom Zusatzakku bestimmt. Das ist bei allen anderen Akkustaubsaugern genauso. Natürlich ebenso von der Ausstattungsvariante, zum Beispiel inklusive einer Softwalze für die Hartbodenreinigung und natürlich auch durch die smarten Features. Daher schauen wir jetzt direkt mal auf den Funktionsumfang. Hier ist die Wandhalterung besonders praktisch, weil wir hierüber den Akkusauger direkt laden können. Wir können dazu Zubehör verstauen und als einziger Hersteller denkt Tineco hier auch an den Wechselakku, der ebenfalls geladen werden kann. Das geschieht allerdings hintereinander. iLoop nennt sich dann die einzigartige Funktion dieser S-Serie. Das ist ein Staubsensor, der die Staubmenge erfasst und die Saugleistung dann vollautomatisch an den Verschmutzungsgrad anpasst. Das optimiert die Reinigung und auch die Betriebslaufzeit. Der S12 hat das Feature ebenso, bei anderen Herstellern allerdings nada. Hier verfügen nur der Dyson V11 und der Robur K6 über Erkennungssensoren, die sind aber dann auf die Teppicherkennung limitiert. Ja, das Pendant zu iLoop nennt sich hier Auto iMax und das ist nichts anderes als die maximale Leistung. Die Taste ist allerdings klasse, denn ich kenne das vom S11, dass die iLoop-Funktion eher sparsam kalkuliert. Und wenn wir zum Beispiel die Terrasse saugen wollen oder uns ein Missgeschick in der Küche passiert ist, dann brauche ich keinen Sensor, der mir hier irgendwie sagt, ich muss die Leistung runterregeln, sondern dann will ich natürlich maximale Power. Ja, dann haben wir hier noch eine Switch-Funktion, da switchen wir zwischen dem manuellen und dem Autobetrieb hin und her. Das ist eine Stärke der Tineco-Modelle, weil hier kein anhaltendes Drücken der Funktionstaste nötig ist. Konkurrent Dyson hat die Funktion zum Beispiel noch nicht entdeckt, der Robur K6 hat die aber ebenso umgesetzt. Dann kommen wir mal zur Filterreinigung. Es gibt hier einen Reinigungsaufsatz für den schmutzigen Filter, welchen wir von Hand drehen müssen. Die Effektivität von dem Teil darf man allerdings anzweifeln, weil der direkt dann wieder in den Staubbehälter und damit auch wieder zum zweiten Filter transportiert wird. Beim S12 ist diese Funktion besser, weil das Tool hier motorisiert ist. Vielleicht ist das sogar ein überflüssiges Feature, denn man kann die Filter auswaschen und dann 24 Stunden trocknen lassen, aber es ist dennoch einzigartig. Der Tango X hat dann noch ein großes LED-Display, das nichts anzeigt, also zumindest im Normalfall, denn der Zweck dieses Displays sind Fehlermeldungen. Das wird sich also dann melden, wenn die Bürste blockiert ist, wenn das Saugrohr verstopft ist oder wenn der Staubsensor verschmutzt ist. Das sieht ganz nett aus, aber für eine reine Statusanzeige, da brauchen wir jetzt kein so ein riesen Display wie hier. Das macht der S12 besser, weil der on top eben noch eine Akkuanzeige hat und weil er auch die Saugleistung wiedergibt. Ja, dann zur App. Die Wi-Fi-Taste und der Barcode zum Koppeln der Tineco-App, die findet ihr hinter dem Staubbehälter versteckt. Die App an sich bietet eine Leistungsüberwachung in Echtzeit, die ich persönlich nicht wirklich brauche. Ansonsten wird im Saugprotokoll festgehalten, was in der Vergangenheit so geleistet wurde. Es gibt Wartungsmeldungen und es gibt Erinnerungen zum Saugen, wenn man das so einstellen möchte. Und es gibt Hilfe bei Störungen und den technischen Fragen. Mein Eindruck ist nicht wirklich notwendig, aber vielleicht nett, einigermaßen nützlich. Dann Zubehör, die motorisierten Hauptbürsten sind perfekt für alle Bodenarten. Wir haben die Universalbürste für Teppiche und für Hartboden haben wir die Softwalze, weil die den feinen Staub besser aufnimmt und weil die groben Dreck einfach kompromisslos beseitigen kann, was die Teppichbürste hier nicht kann. LEDs gibt es an beiden dazu. Die Milbendüse ist für die Intensivreinigung für Matratzen und Polstermöbel. Das ist eine sehr unterschätzte Funktion, die gut und gerne mal einen vollen Staubbehälter mehlartigen Staubes aus der Matratze ziehen kann, wenn man das vorher noch nie gemacht hat. Bei den anderen Aufsätzen wird der Anwendungszweck ansonsten schnell klar oder ist zumindest flexibel. Zum Beispiel diese lange 3-in-1 Fugendüse, die für die schonende Anwendung gedacht ist, aber auch so eine Flexfunktion hat. Die Wechselakkufunktion ist dann ein entscheidender Vorteil. Logischerweise verdoppelt sich hier die Betriebszeit und genau das ist auch der Flaschenhals bei Akkustaubsaugern derzeit.
Ja, dann zu den Vorteilen. Hier ist die Reinigungsleistung sehr stark mit einem kleinen Plus an Leistung gegenüber dem sehr überzeugenden A11 Master, bei dem Aufsätze und Einzelteile übrigens beliebig ausgetauscht werden können, inklusive der Akkus. Die Wechselakkus sind als ganz allgemeiner grundlegender Vorteil zu nennen. Wartung und Reinigung sind top, es gibt wenig Gehakel, es gibt hier eine Auswurftaste und eine Taste zum Entfernen des Behälters. Auch die Filtereinheiten lassen sich absolut hygienisch entfernen, das ist spitze. Qualität und Konzept des Modells sind gut. Der S11 wirkt wie ein Hybrid zwischen dem sehr hochwertigen S12 und dem A11 und vielleicht ist er auch genau das. Lieferumfang und Funktionsumfang sind beim Tango X sehr stark. Hier müssen wir keine Kompromisse eingehen. Dann die Nachteile. Wie bei anderen Tineco-Modellen kritisiere ich die Konstruktion des Bodenaufsatzes, weil flaches Saugen nur durch schräg haltende Saugers funktioniert. Also so ist es nicht optimal. Einige werden mit Sicherheit auch den Saugschlauch vermissen. Der Fugenaufsatz geht in die Richtung, ist aber kein gleichwertiger Ersatz für einen Flexschlauch, zum Beispiel fürs Auto. Ansonsten ist Tineco weiter der moderne Premium-Hersteller in diesem Segment. Die Tineco-Modelle grenzen sich klar voneinander ab. Das ist also anders als bei den Dream- oder Reutemann-Modellen. Hier ist einfach logisch nachvollziehbar, warum der S12 als Flaggschiff einiges mehr kostet. Der ist hochwertiger, der hat die bessere Funktionalität, der hat mehr Leistung und eine längere Betriebsdauer. Der S11 Tango X eignet sich für Menschen, die was übrig haben für smarte Funktionen, wie die iLoop-Funktion, wie App und Display. Und ansonsten wird es hier der 40 Euro günstigere A11 in der Ausstattungsvariante Master genauso gut tun. Zumindest wenn man das Aussehen jetzt mal weglässt, denn der A11 Master ist tatsächlich keine Schönheit. Der Tineco S11 Tango X ist dem Dyson V11 übrigens technologisch und in den Funktionen überlegen. Stichwort smarte Features, Switch-Funktion und Wechselakku. Er ist das rundere Produkt und der ist auch spürbar günstiger. Dem Dyson V11 kommt allerdings die bisher beste Hardware-Performance auf dem Markt zugute. Der ist mit knapp 30% mehr Power der derzeit stärkste Akkusauger der Welt. Da muss man dann abwägen, was einem hier wichtiger ist. Gegenüber dem Robo K6 wird es dann knifflig, denn dieser ist ebenso hochwertig wie modern und der erste Akkusauger mit einem Lithium-Polymer-Akku und dadurch auch Rekordhalter in der Laufzeit. In den meisten anderen Belangen ist der H6 auch leistungsstark, aber auch dieser H6 hat Nachteile, weil er keinen Wechselakku hat, weil der ein wenig flexibles Fußgelenk hat. Und was mich persönlich gestört hat, ist, dass der Gummischutz hinter der Rollbürste hörbar über den Boden schleift. Da bin ich mir ein bisschen unsicher, inwieweit das anderen Nutzern hier auf den Sack gehen würde. Aber fast alle relevanten Akkustaubsauger habe ich getestet und all diese Testberichte findet ihr hier auf dem YouTube-Kanal und auch in dieser Videobeschreibung verlinkt. Also ich denke, wenn ihr euch die Videos anschaut, dann werden viele Unklarheiten beantwortet. Wenn Fragen da sind, ansonsten gerne in die Kommentare. Und wir haben ja jetzt auch einen neuen Mitarbeiter, der Joel, der beantwortet jetzt fleißig eure Fragen auf Facebook und Instagram. Ja, abschließend rate ich bei den Tineco-Modellen dann immer zu den besseren Ausstattungsvarianten. Auch wenn die teurer sind, bin ich einfach der Meinung, dass man auf Wechselakku und auf die Softwalze nur ungern verzichten sollte. Da spart man dann am falschen Ende. Und die Tineco-Modelle werden auch bei den Nutzererfahrungen ziemlich gelobt und sind sehr beliebt. Falls ihr bereits Erfahrungen mit dieser Marke gemacht habt, dann teilt die doch einfach mal mit. Und ich sage bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao.